Ja, gute Nachricht. Hier habe ich noch den LG 47 Zoll, wo wir das Problem mit dem Prozessor hatten, wo der Kühlkörper abgefallen war. Aber jetzt kommt es eigentlich. Der eigentliche Fehler lag gar nicht hier am Kühlkörper, sondern hier unten ist der Infrarotempfänger. Den habe ich mal ausgebaut. Der Infrarotempfänger ist dieses Ding hier. Da muss aus irgendeinem Grunde an die Frontscheibe Wasser rangekommen sein. Und dann ist das Wasser in den Infrarot zum Infrarotmodul runtergelaufen. Ich zeige das mal ganz kurz. Ich kippe das mal einmal an. Das heißt also, hier vorne, wo AG steht, muss Wasser reingekommen sein. Wie, habe ich keine Ahnung. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das war da drin richtig oxidiert. Dadurch ging der I²C-Bus nicht mehr. Der I²C-Bus ist das Ding, was eigentlich das ganze Modul ansteuert. Dann ist Folgendes passiert. Der I²C-Bus hat immer versucht, wieder zu starten. Der Kühlkörper war mit angefallen. Dadurch ist das Ding zu heiß geworden und so weiter und so weiter. Hat daraufhin das Mainboard beschädigt. So, das heißt, ich habe jetzt hier das Mainboard repariert. Das haben wir in Stand gesetzt. Habe jetzt einen neuen Infrarotempfänger besorgt. Das ist dieses kleine Ding hier, was ich in der Hand habe hier. Dieses blöde Ding. Den haben wir mit ersetzt. Und siehe da, der AG. Hier ist jetzt der AG zusammengebaut. Einwandfreier Zustand. Also, es handelt sich nochmal ganz kurz um das Modell 47LA6208. Und das ganze Ding war jetzt, glaube ich, gerade aus der Garantie raus. Hier, März 2014. Also, das sieht man, März 2014 und schon kaputt gewesen. Ja, die Ursache ist tatsächlich hier. Ich zeige mal ganz kurz meinen Finger. Hier ist was reingelaufen an dieser Stelle und dadurch ist der Infrarotempfänger kaputt gegangen und hat dafür gesorgt, dass eben ein Schaden weiter am Mainboard entsteht. Ja, er läuft wieder einwandfrei. Ich denke mal, bin zufrieden, ich bin glücklich und der Kunde hoffentlich auch. Ja, wieder eine erfolgreiche Reparatur aus dem Gauß aus. Bis dann, ciao!